Ich bin der Philipp Braun, bin gebürtiger Linzer und lebe jetzt seit einem halben Jahr in Gmunden. Von der Ausbildung her bin ich Ökonom, aber so die Liebe zum Essen, zum Lebensmittel, zum Kochen hat mich dazu gebracht, dass ich auf der BOKU Landwirtschaft studiere und seit 4 Jahren leite ich so diese Regionalgruppe vom Verein Slow Food in Linz in Oberösterreich. Slow Food ist ein Verein, ein weltweiter Verein, der in 150 Ländern seine Wurzeln geschlagen hat. Slow Food setzt sich ein für den Genuss, wobei Genuss jetzt nicht zu verstehen ist als purer Hedonismus oder grenzenlose Völlerei, sondern Genuss ist die Schwester der Verantwortung. Und uns ist es wichtig, dass sich die Leute Gedanken machen, wo das Lebensmittel, das Essen herkommt, wie das angebaut worden ist, unter welchen Voraussetzungen, wie die Arbeiter entlohnt werden, unter welchen Bedingungen die arbeiten müssen, wie das Lebensmittel verarbeitet worden ist und nicht zuletzt, wie das Ganze schmeckt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, damit wir wieder unseren Geschmack lernen. Und zu diesem Sinn machen wir unzählige Veranstaltungen, Kooperationen, Projekte, um zum einen die Bauern, die Konsumenten, aber auch die Gastronomen zu vernetzen und zusammenzubringen. Die traditionelle Küche hat meiner Meinung nach sehr viel Zukunft, wenn sie an die Gegebenheiten angepasst ist, an die Lebensgewohnheiten der Menschen bzw. an die veränderten klimatischen Bedingungen. Tradition schließt sie nicht mit der Zukunft aus. Es ist ganz wichtig, dass man sich auf die Tradition besinnt, weil das gewisse Ankerpunkte sind und viele Kindheitserinnerungen fußen ja in der traditionellen Küche, dass man sagt, okay, so und so hat die Kindheit geschmeckt, so waren die Lebensmittel damals, so sind die Feste gefeiert worden und das hat für mich sehr wohl Sinn, dass man das auch zukünftig so betont. Und das Slowfood-Kriterium zu kochen bedeutet, dass man sich einmal anschaut, welche Lebensmittel gibt es bei uns in der Region, wann haben die Saison, wie werden die angebaut und dann das Ganze verknüpfen mit einer traditionellen Kochkunst, dass man eben die Sachen handwerklich wieder verarbeitet, dass man verzichtet auf Fertiggerichte, auf künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist der Geschmack. Gerade durch den Geschmack kann ich entscheiden, ist das Lebensmittel gut, schmeckt es mir, ist es wichtig. Und der Geschmack zeigt sich eigentlich schon in der Schwangerschaft. Das heißt, wenn die Mutter Convenience-Produkte zu sich nimmt oder andere Sachen, dann entwickelt sich der Geschmack von dem Kind schon in der Schwangerschaft. Weitere Folge ist dann entscheidend, was am Tisch bei den Eltern zu Hause gegessen wird. Wenn das jetzt natürlich geprägt ist von Fertiggerichten, dann wird das Kind auch in späteren jugendlichen Jahren oder im Erwachsenenalter genauso Fertiggerichte bevorzugen. Anderer Punkt ist natürlich die Schule, inwieweit die Kinder, die Jugendlichen aufklärt über Lebensmittel, über Essen, ob Kochkurse angeboten werden in der Schule, ob Gärten angelegt werden. Das ist genauso ein entscheidendes Kriterium, um Wissen zu lukrieren für Lebensmittel, für Geschmack an sich. Und dann ein entscheidender Faktor ist für mich auch die Werbeindustrie, die entscheidenden Einfluss hat auf unser Konsumentscheidungsverhalten, indem sie teilweise manipulativ bzw. ja, die Landwirtschaft sehr verschönt darstellt und so die Konsumenten, Konsumentinnen in eine falsche Richtung führt. Ja, mein Name ist Georg Friedl, seit einem halben Jahr im Salzamt in Linz und ich bin einfach bekannt dafür, dass ich mich seit gut 15 Jahren mit regionaler Küche beschäftigte. Ich werde alte Rezepturen neu interpretieren und schaue die alten Kochbücher, was früher so gekocht worden ist. Und das Slow-Food-Kriterium zu kochen bedeutet einfach einmal eine enge Zusammenarbeit mit den regionalen Produzenten, sprich Direktvermarkter, Bauern. Das ist insofern sehr interessant, weil man dort einfach wirklich dieses saisonale Produkt ganz frisch bekommt. Aus dem ergibt sich dann einfach diese Speisekarte und das macht sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Ich glaube, dass da ein großes Potenzial drinnen liegt. Also ich suche schon sehr lange nach alten Rezepturen und ich merke einfach, dass diese alten Kochtechniken, alte Würzmischungen und so weiter, dass die ganz, ganz spannend sind und die sind immer mehr verloren gegangen. Und ich denke, wenn man gerade in der Tradition forscht,
dann kommt man sehr stark in die Zukunft, weil es sind verloren gegangene Geschmäcker, Kombinationen, Kochtechniken, die man durchaus jetzt mit heutigem Wissensstand wieder einsetzen kann, modernisieren kann und es entsteht an sich eine, sage ich mal, regionale, traditionelle Küche mit ganz neuen Gesichtspunkten und noch neuen Richtlinien. Der Menüplan wird an sich immer am Markt erstellt oder direkt beim Direktvermarkter, beim Bauernhof, beim Gemüseladen. Das heißt, dort schaue ich nach, was ist saisonal, was gefällt mir, und wenn ich da so, sage ich mal, in den Lagerräumen schaue, was so, sage ich mal, in den Gemüsekisten lagert, dann fällt mir ein, was ich kochen werde, und es ist meistens, sind viel zu viele Ideen da für das, was man eigentlich umsetzen kann. Also ich habe einfach das Glück gehabt, dass beide Großeltern einen großen Garten gehabt haben, das heißt, das Gemüse ist an sich wirklich aus dem hauseigenen Garten gekommen, und als Kind war da einfach das Schönste, einfach im Frühjahr den ersten Vogelsalat, die erste Kresse, dann Halbesalat, meine Großmutter hat ein kleines, sage ich mal, Mistbett, hat man früher gesagt, gehabt, da ist einfach der Salat herangewachsen, die Radieschen. Und ich habe eigentlich wirklich als Kind über das Jahr mitbekommen, was alles wächst, und habe natürlich, das Schönste war immer, dann natürlich selber Karotten aus der Erde ziehen dürfen, kurz abwaschen und reinbeißen. Ich meine, das prägt einigermaßen stark und ist ein ganz tolles Kindheitserlebnis, das ich einfach nicht missen möchte. Meiner Meinung nach wird, sage ich mal, sehr viel kaputt gemacht in der Erziehung. Es wird im Haushalt, gibt es keine Rituale mehr, wo man sich regelmäßig am Tisch sitzt, wo man gemeinsam isst oder auch kocht. Es ist verloren gegangen und genau das bewirkt, dass eigentlich diese Kinder mit diesem ursprünglichen Geschmack der Familie, wenn man das so jetzt bezeichnen darf, dass die nicht mehr damit aufwachsen. Das heißt, die Identität ist an sich Fastfood oder irgendwelches Backerl-Essen und eigentlich nicht mehr das Essen der Mutter. Und ich glaube, dass da schon ein großer Punkt ist, wo man ansetzen sollte, dass man wieder in der Familie kocht und das Essen einfach als Ritualer zelebriert.